In den letzten 2 Jahren sind rund 1200 Biafra-Aktivisten willkürlich festgenommen worden. Die meisten Leute kommen relativ bald danach wieder frei. Aber eingeschüchtert werden sie trotzdem. Es gibt einige Langzeitinhaftierte. Was wir noch schlimmer finden, ist, dass man eben auch systematisch immer wieder Gewalt ausübt von Seiten der Sicherheitskräfte bei Demonstrationen. Meinungsfreiheit einfach nicht existiert, Versammlungsfreiheit nicht existiert für Biafraner. Dass rund 180 Biafraner erschossen wurden, vor allen Dingen bei Demonstrationen oder bei anderen Gedenkveranstaltungen. Das ist absolut nicht hinnehmbar. Man muss nicht, selbst wenn man mit den Zielen dieser Aktivisten nicht übereinstimmen sollte, dann darf doch niemand erschossen werden, nur weil er sein Recht auf Meinungsfreiheit eben nutzt. Nigeria sagt, es ist eine Demokratie, es gibt Bürgerrechte, alles steht in der Verfassung drin, in den Gesetzen drin. Und wenn sich die eigenen Sicherheitsorgane wie Polizei und Armee nicht an diese Gesetze halten, dann muss das eigentlich Konsequenzen haben, dann muss das strafrechtlich aufgearbeitet werden, dann müssen diese Menschen, die diese Morde begehen, eben auch zur Verantwortung gezogen werden. Und dazu ist Nigerias Regierung wie auch die Sicherheitsbehörden sind bislang absolut nicht bereit.